Hallo. Ja, also ich wäre heute auch fast nicht gekommen, weil ich gestern noch verkältet worden bin. Ich bin einfach verkältet. Ich kann auch nicht so gut durch die Nase schnaufen. Und falls ich mein Husten oder Niesen während dem Text, wäre das nicht beabsichtigt und ich entschuldige mich im Voraus. Ja. Jetzt habe ich einen Text mitgenommen, also ich habe drei Texte. Und der erste, es ist recht warm oben. Im ersten geht es darum, so nach den Ferien. Ihr kennt das vielleicht, seid vielleicht auch schon mal in der Ferien gewesen. Meine Vorstellung von einem romantischen Wiedersehen nach den Ferien sieht ungefähr so aus. Ich steige braun gebrannt und perfekt gestylt aus dem Flugzeug. Gehe mit meinem Mini-Rollkoffer, welcher die passende Farbe zu meinen Schuhen hat, Richtung Gepäckausgabe, hole dort den gleichfarbigen, etwas größeren Koffer mit all meinen Ferienerrungenschaften und laufe ohne kontrolliert zu werden durch die Zollkontrolle. Nach dieser öffnet sich die automatische Milchglastür und ein absolut toller Mann, der sehnsüchtig mit einem Strauß roter Rosen direkt vor dem Ausgang steht, erblickt mich. Durch den Luftstoß, der durch die Tür strömt, werden meine Haare wie in Zeitlupe nach hinten geföhnt. Ich mache den typischen Haare über die Schulterwerf-Move und mein sommerliches Kleid wirbelt verführerisch um meine glatt rasierten Beine. So stelle ich mir das vor. So und nicht anders. Aus diesem Grund befinde ich mich nun auf dieser lächerlich kleinen Flugzeugtoilette und versuche, meine Schweißfüße im Lavabo zu waschen. Schweißfüße passen nicht in meine Vision genauso wenig wie in das viel zu wenig tiefe Lavabo. Nach etlichen muskelzerrenden Versuchen habe ich es geschafft und mein Fuß befindet sich auf Hüfthöhe neben dem Wasserhahn aus Plastik. Darunter passt er nicht, das ist mir jetzt aber egal, besser wird's nicht. Ich greife mit meiner rechten Hand nach dem Seifenspender, der links an der Wand hängt und haue drauf. Die Seife schießt horizontal aus der Öffnung und trifft meine rechte Brust. Scheiße! Na, wenigstens nicht aufs Kleid, denke ich, und wasche mir den Fuß notdürftig mit Wasser. In diesem Moment klopft es an der Tür und eine Stimme fragt, Is it going to take you a long time? Ich schreie, ja, Mann! Trockne meinen Fuß mit dem schmirgelähnlichen Papier ab und zwänge mich in einen meiner hochhackigen Stöckelsandalen. Dann setze ich mich auf den WC-Deckel und verschnaufe kurz. How long? Fragt die neugierige Stimme weiter und ich kapituliere. Schnell putze ich die Seife in meinem Ausschnitt mit Hilfe des steinharten WC-Papiers weg, das eine rot aufgewetzte Stelle hinterlässt, und gehe aus dem kleinen, stickigen Raum. Ich humpel auf einem High-Heel durch den Gang, ziehe einen wütenden Schmollmund und quetsche mich dann auf Flügelhöhe, dort, wo Flugzeuge, wenn sie brechen, immer als erstes brechen und man keine Aussicht hat, auf meinen Platz in der Mitte. Links neben mir schnarcht ein älterer Herr so laut, dass er als Bass an einer Dubstep-Party engagiert werden könnte. Rechts neben mir ein extrem gut genährter Teenager, der ununterbrochen Spiele spielt. Was für ein Gerät er da hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es nicht im Entferntesten so aussieht wie mein alter Gameboy und bestimmt viermal so laut ist. Die Person vor mir hat es sich anscheinend ebenfalls gemütlich gemacht. Ihre Sitzlehne ist jedenfalls so weit nach hinten gelehnt, wie es geht. Und jemand aus der Großfamilie hinter mir drückt mir gerade sein Knie tief in meinen Rücken. Perfekte Voraussetzungen also, um mein Projekt weiter zu verfolgen und mich zu schminken. Ich lehne mich vor und drücke mein Gesicht an die Sitzlehne vor mir, um an die Tasche unter dem Sitz zu gelangen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Pickel das gibt. Mühselig ziehe ich sie hervor und richte mich wieder auf. Dann stelle ich meinen kleinen Minispiegel und diverse Kosmetikprodukte unter dem interessierten Blick des Fettsacks neben mir auf die aufgeklappte Tischplatte und beginne damit Make-up aufzutragen, was sich mit eng anliegenden Ellenbogen ziemlich schwierig gestaltet. Die nervtötende Musik rechts neben mir verstummt und mir wird bewusst, dass ich sehr zur Belustigung meines Sitznachbarn Grimassen schneide, wenn ich mich schminke. Ich werfe ihm meinen allerbösesten Blick zu, woraufhin er sich beschämt abwendet. In dem Moment verlangt der Pilot über Lautsprecher, dass alles verräumt, die Tischplatten nach oben geklappt und alle elektrischen Geräte abgeschaltet werden müssen. Was? Hallo? Ich habe gerade mal die Grundierung fertig. Ich sehe aus wie eine leere Leinwand. Verzweifelt versuche ich mir mit Kajal eine Augenkontur aufzumalen, als die Stewardess erscheint und mich bittet, den Tisch hochzuklappen. Ich kann den Tisch nicht hochklappen, Mann, da sehen Sie doch! Schrei ich aufgelöst, werfe meinen zweiten Schuh nach ihr und Tränen steigen mir in die Augen. Die Frau mit der Hochsteckfrisur entfernt sich und ich wege mich gerettet. 20 Minuten später. So weit entfernt von meiner Vorstellung bin ich gar nicht, trete ich mir ein, währenddem ich mich der Schiebetür aus Milchglas nähere. Ich trage ein Sommerkleid. Ich trage ein Sommerkleid. Ich trage ein Sommerkleid. Die Tür geht auf, der erhoffte Luftstoß bleibt aus. In der Tür stehe ich.
Mein Gesicht ist abgesehen von einem schwarz umrundeten und verschmierten Auge schneeweiß. Ich trage einen von zwei High Heels und links ein etwas klumpiges Accessoire von einem Polizisten am Oberarm. Rechts einen sehr unförmigen Koffer von der Zollbehörde, unsanft durchstöbert und lieblos mit Klebeband wieder zusammengeklebt. Ich starte den allerletzten Versuch, was zu retten ist, und puste mir unelegant eine Strähne aus dem Gesicht. Na toll. Der Polizist führt mich aus dem Bereich der Ankommenden und setzt mich auf eine Bank. Wartet hier jemand auf Sie? Fragt er mich, und ich schaue ihn vorwurfsvoll an. Natürlich wartet hier jemand auf mich, herrsche ich zurück. Nach 30 Minuten drückt er mir meinen Bußzettel in die Hand und verabschiedet sich. Ich suche noch einige Minuten vergeblich nach meinem Traumprinzen, der mich rettet, kaufe mir dann aber selber ein paar Rosen und fahre mit dem Zug nach Hause. Vielen Dank. So weitergeht, bin ich nachher gesund, weil da habe ich alles rausgeschwitzt. So, also ich habe noch einen zweiten Text. Und der geht sehr passend zu meiner gesundheitlichen Verfassung. Darum, dass ich keine Lust mehr habe, dass mir Leute immer sagen, ich lebe ungesund. Und er hat keinen Titel. Wie alle Texte, die ich heute dabei habe. Fast alle meine Texte. Wenn jemand sehr, also findet, er ist so wirklich gut im Titel gegeben, dann soll er sich doch mal mit mir in Verbindung setzen. Und dann können wir so für einen Kaffee oder so, könnt ihr mir mal so Titel anbieten. Ich koche dann etwas vielleicht. Also, je nachdem, wie gut das Titel sind. Positiver Stress. Was zur Hölle ist positiver Stress? Warum sehe ich mir das überhaupt an? Ein junger Mann mit offensichtlich regem Solarium-Besuchsverhalten sitzt breitbeinig vor der Kamera und zählt die 5 besten Appetitzügler auf. Appetitzügler, was für ein Unwort. Wasser sei der erste und auch gleich der beste, weil der Körper angeblich meistens gar keinen Hunger hat, sondern nur Durst. Was für ein Schwachsinn. Ich hab Hunger, ich will Hühnchen. Was muss das denn für ein trauriges Leben sein, wenn der Kerl mit seiner steinhart trainierten Freundin in ein Restaurant geht und sie beide ein Glas bestellen. Alkohol trinken sie bestimmt auch nicht, weil der zu viele Kalorien hat und sie sich gegenseitig nicht schön trinken müssen. Und nachts trainieren sie dann aufeinander. Liegestütze rauf, runter, rein, raus. Hauptsache die Stellung trainiert auch noch die hinteren unteren Po-Backen. Also bitte, da trinke ich mir lieber ordentlich einen an und tanze wild und peinlich, da verbrenne ich auch Kalorien und habe bestimmt mehr Spaß dabei. Ich habe genug davon, dass mir immer alle einreden, ich würde ungesund leben. Diese ständig ernährungsbewussten, ich lebe positiv und fühle mich so gut, weil ich nichts esse, was mir schmeckt, Abercrombie und Fitch-Träger. Diese Menschen, die von Turnschuhen gleich auf Fitness schließen. Die Leute, die sagen, ach, Chips und Schokolade, weißt du, das mag ich gar nicht mehr so gerne, wenn du wüsstest, was da alles drin ist. Es ist mir egal, was drin ist, es schmeckt geil, Hauptsache es ist nachher in mir drin. Frauen, die mit dem Blick auf meinen Burrito sagen, aber du willst doch in deinem Bikini passen. Ja klar, aber ich kaufe mir den halt auch nicht, drei Nummern zu klein. Männer, die sich alles glatt rasieren, weil sich ihre Haare sonst in den Fitnessgeräten verheddern. All die Dauerwerbesendungen auf Super RTL nachmittags um 3, die die weich machen wollen, dass du mit nur einer halben Stunde pro Tag super fit bist. In dieser halben Stunde schlafe ich lieber, das macht mich auch fit und danach muss ich mich nicht duschen. Alles wird einem malig geredet mit dem Kalorien-Talk, den Kilo-Joules und diesem ständigen Übermensch-Gehabe. Fitness heißt nicht nur Sport. Es bedeutet auch eine andere Ernährung und wird zu einem ganz anderen Menschen machen. Ich will aber gar kein anderer Mensch werden. Vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber bestimmt nicht weniger Genuss. Ich find's ganz gut, wenn mein Bauch nicht aussieht wie ein Küchenschneidebrett. Aber man kommt nicht drum herum. Man muss mittlerweile darum kämpfen, den Appetit nicht zu verlieren. Diese Gesundheitsnazis reden so lange auf einen ein, bis man auch in der geilsten Fritte nur noch eine abgelapperte, hässliche Fettwurst auf den Hüften sieht. Aber ich weigere mich, diesen Wahnsinn weiterhin mitzumachen. Ich gebe den Kampf nicht auf. Nieder mit all diesen blauäugigen Bodytoning-Gurus. Lang lebe Coca-Cola und Zuckerwatte. Hoch die Tassen mit süßem Rum gefüllt. Lasst uns wieder essen, was wir wollen und genießen, wie es sich gehört. Denn wenn wir schon keine Medaille gewinnen, dann haben wir wenigstens unser Hüftgold und das kann uns keiner nehmen. Deshalb, wenn ihr nachts um 1 noch so richtig hart Bock auf einen Kartoffelauflauf kriegt, zögert nicht, steht auf und tretet euren Siegesmarsch gegen all die Size-Zero-Models Richtung Küche an. Nieder mit all den Knochengerüsten und den Schönheitsidealen. Mit Hunger im Bett zu liegen ist die allerschlimmste Folter. 1000-mal schlimmer als wabbelnder Oberarmspeck, denn der sieht wenigstens lustig aus. All diese verklemmten Bodybuilder, die jeden Tag ins Fitnesscenter rennen, um sich im Spiegel selber beim Trainieren zuzusehen, sind dagegen ja gar nicht lustig. Was soll denn daran bitte schön erstrebenswert sein, wenn ein Lächeln plötzlich aussieht wie eine Bauchbeine-Po-Übung? Doch manchmal
Manchmal, ja, da kommt auch bei mir ein schwacher Moment. Es mag vielleicht eine Werbung sein, die mich verführt, oder ich lasse mich vom Schein einer schönen Hülle darüber hinwegtäuschen, dass Faulheit, Essen und Trinken meine wahren Götter sind. Wenn es so weit kommt und ich kurz davor stehe, mich in einem Studio anzumelden oder mir eine DVD zu kaufen, da gibt es nur einen einzigen Ort, an den ich gehen kann. Zu meiner Oma. Der einzige Ort, an dem man von all diesen Gesundheitsfanatikern, diesen Essensterroristen und Muskelfetischisten sicher ist, sind die Küchen unserer Omas, in denen auf jedem Gericht mindestens 2 Löffel Butter geschmolzen wird, weil Fett den Geschmack besser transportiert und man für den Winter gewappnet sein muss, auch wenn es erst Frühling ist. Ja, da wird Speck noch paniert und frittiert, da riecht es so herzhaft und saftig, dass einem schon im Eingangsbereich der Speichel aus den Mundwinkeln tropft. Ist man dort erst einmal angekommen und hat sich durch die ganzen Teller inklusive Nachspeise, Wein und Kaffee geschlemmt, wird einem klar, dass die Welt da draußen nur eine dumme Illusion ist, dass die Muskeln eines Menschen noch lange nicht die Größe seines Herzens ausmachen und dass ein geiles Leben einfach ein bisschen fett sein muss. Und vielleicht, also ich schaue eben nicht nur zu viel YouTube, sondern auch ein bisschen zu viel Fernsehen. Habe ich mal, jetzt mittlerweile habe ich keine Zeit mehr für das. Jetzt schlafe ich viel zu viel. Ja, also, und im nächsten Text geht es um das, was im Fernsehen so 99% von der Zeit läuft. Werbung gefällt mir nicht. Sowas von schleimig, sowas von alltäglich macht mich dick und arm und außerdem zerstört sie jeden gemütlichen Fernsehabend zu Hause. Eine romantische Szene in einem Liebesfilm, kurz vor dem erotischen Höhepunkt des Abends, dem Happy End des Films. Gespannt sind die Augen auf den Fernseher geheftet. Gerade hat der Held die Königin gerettet. Sie stehen sich gegenüber. Er geht auf sie zu, legt seinen Arm besitzergreifend auf ihre Hüfte und zieht sie zu sich heran. Dann küsst er sie zärtlich. Ihre Lippen schmelzen zu einem endlosen Kuss zusammen. Sie umschlingt ihn mit ihren makellosen Armen und gibt sich völlig hin. Langsam beginnt er sie an jeder Stelle ihres Körpers zu liebkosen, wandert von ihrem Gesicht hinab, küsst jede Stelle ihres Halses, streicht ihr zart über ihr feines Schlüsselbein und Schweizer Fleisch! Alles andere ist Beilage! Ein genervtes und zu leicht erleichtertes Seufzen entfährt dem Zuschauer. Kurze Verschnaufpause vor dem Grande Finale. Die Frauen haben das Bedürfnis nach Schokolade, die Männer wollen ein Bier. Eine Werbepause im Fernsehen ist zwar nervend, aber auch eine willkommene Pause für kleine Erledigungen. Chips holen, Sofakissen richten, Socken ausziehen, Katze streicheln, Blase leeren, knutschen. Die meisten Leute nehmen wenig Schaden an solchen Pausen, doch es gibt Leute, denen Werbung für immer ins Gehirn eingebrannt bleibt. Und die können unter Umständen ein ernsthaftes Problem kriegen. Sie haben nie Geld, weil sie kritisch wie sie sind ausprobieren, ob die Produkte ihre Versprechen halten. Deshalb laufen sie auf ständig Gefahr, wahnsinnig dick zu werden und können sich nie und nimmer einen vernünftigen Freundeskreis aufbauen. Es gibt echt zu jeder erdenklichen Situation eine Werbung, glaub mir sogar, und vor allem zum Sex. Also zum Beispiel gibt es da, soll man nach dem Sex einen V6-Kaugummi essen, weil der die Zähne putzt und vom Küssen Bakterien verteilt werden. In den meisten Werbungen haben Leute nur Sex in einem Bett mit weißer Decke und von denen gibt es viele verschiedene Ausgaben, was wiederum Ikea wahnsinnig gut veranschaulicht in einem 10-Sekunden-Spot, in dem mindestens 5000 verschiedene Muster gezeigt werden. Und selbstverständlich duschen alle davor und danach. Und womit sie duschen, da gibt es eine ganze Sparte Werbung für sich. Vielleicht ja mit dem Head & Shoulders gegen Schuppen oder mit dem Ultravolumen-Haircare-Set von Schwarzkopf für mehr Volumen oder mit dem exotischen Erlebnis-Shampoo von Ghoul mit Mango-Limetten-Geschmack oder mit dem Anti-Haarbruch, Anti-Spliss und Anti-Aging Hair Repair Set von Elsev. Für die Hauptpflege nehmen sie dann die zartduftende Ilang Ilang Duschcreme von Dove oder die Schokoladen-Vanille-Körperschaum-Milchcreme-Dusche von Body Shop oder das Caribbean Fever von Fahr, das nach reifen Kokosnüssen und Mandeln riecht oder aber das Ultraman-Duschgel für den richtigen Mann mit herben Moschus-Pferdemist-Geruch. Nach dem Duschen benutzen sie dann noch die Ultra-Soft Skincare Body Lotion von Nivea oder die Mega-Fettöl-Creme mit frischem Ananasduft von Aleph oder die Hanf-Body-Milch aus Amsterdam oder die Happy-Time-Body-Butter mit Ultra-Anti-Falten-Booster und Zellulite. Stopp! Mal abgesehen davon, dass sich jeder mit sowas einreibt und danach riecht wie ein botanischer Garten in einer Parfümabteilung in Manor, hat noch nie jemand auf dieser Hälfte der Erdkugel eine Ilang-Ilang-Pflanze überhaupt gesehen. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich eine Pflanze ist. Vielleicht ist es ja auch eine komische Art von Geflügel, was wiederum zum Vögeln passen würde, was nach einem solchen Duschaufwand leistungstechnisch wahrscheinlich gar nicht mehr möglich ist.
So durchs Leben zu gehen kann unglaublich stressig sein, weil man immer und überall tausende von Möglichkeiten wahrnimmt, die man niemals alle ausprobieren kann. Außerdem kann man niemals woanders übernachten, weil man eine Unmenge an Dingen mitnehmen muss, um am nächsten Tag alles nochmal genau gleich hinzukriegen. Es gibt Tage, an denen ich feststelle, dass sich bei mir wieder mal ein Haufen Kacke angesammelt hat und ich den Gerümpel in großem Stil entsorge, nur um einen Monat später gleichwertig neu gekaufte Scheiße am gleichen Ort vorzufinden. In dem Fall setze ich mich dann immer frustriert vor den Fernseher und verfluche die Menschen, die ihr Geld damit verdienen, mir Flöhe ins Ohr und verlange, in mein Hirn zu setzen, warte auf die Werbepause, drücke auf Stumm und synchronisiere die Werbespots auswendig. Immer wenn mir das gelingt, trinke ich einen Schnaps und wenn ich betrunken bin, gehe ich schlafen. Das dauert normalerweise nur eine Werbepause, weil ich mir dumme Sachen, glaube ich, gut merken kann. In solchen Nächten träume ich dann meistens von Sex ohne Dusche und das gefällt mir gut. Vielen Dank.